Uber-Fahrer und Unternehmer müssen auch leben, aber sie müssen sitzen sich unter Gesetz. Genau wie Taxi, Rechte und Pflichten. Ja, die Taxi-Demonstration ist hier gegen illegalen Wettbewerb und wegen der Preisdumping von illegalen angeblichen Plattformen, was digital sein sollten. Was aber nichts anderes sind als wie Vermittler. Preise, die Löhne werden gedrückt. Die Taxiunternehmer wissen nicht mehr, wie sie die Löhne bezahlen sollen, wie die Reparaturen bezahlen sollen. Das Problem ist das, die Qualität leidet darunter. Wir wollen versorgen, wir können versorgen. Nur da kommen die Orts von Niederösterreich, von Kärnten, von Innsbruck, von überall, von ganz Österreich und spielen hier in Wien Taxi illegalerweise. Warum wir von der Seite der Politik die Versprechungen noch nicht eingehalten bekommen. Wir sind ja alle keine Politiker, aber es gibt in dieser Richtung bis jetzt keine Meldungen. Und wir hoffen uns dadurch, dass wir nur hellhöriger werden.